Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und damit auch direkt ein neues Review hier auf dem Kanal. In diesem Review möchte ich heute mal diese Schnürsenkel hier abchecken. Die sollen nämlich etwas besonders sein, denn die sollen länger halten als jetzt herkömmliche normale Schnürsenkel, die wir jetzt hier haben. Das checken wir mal ab. Ich habe hier dann auch noch im Video so ein Grip Tape. Vielleicht können wir das ein bisschen, die Schnürsenkel dann ein bisschen aufrauen und gucken, welches länger hält. Ich habe einmal die hier dabei, so irgendwelche Schnürsenkel aus dem Shop. Dann habe ich halt die Schnürsenkel und dann auch noch mal hier Skate-Schnürsenkel, die halt ziemlich dick sind. Und das testen wir dann mal heute in diesem Video. Und schaut das Video auf jeden Fall bis zum Schluss, denn ihr könnt in diesem Video Kugellager gewinnen und dazu auch noch mal Schnürsenkel. Wir hoffen natürlich, dass die auch gut sind und ihr könnt dieses Set gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Und nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für die Bereitstellung, für die Produkte, denn das Ganze haben wir bereitbestellt bekommen. Deswegen ist dieses Video auch bezahlte Werbung. Und hier oben oder da oben in der Ecke steht auch nochmal Werbung, da wir das Ganze geschenkt bekommen haben. Also vielen, vielen Dank für die Bereitstellung. Und ich bin sehr gespannt auf den Test und bin sehr gespannt, ob die Schnürsenkel auch das machen, was sie machen sollen. Also länger halten. Checkt auf jeden Fall mal den Shop ab, da gibt es nicht nur Kugellager oder Schnürsenkel, da gibt es auch Balls und vieles mehr. Deswegen checkt diesen Shop ab. Und ihr bekommt mit dem Gutscheincode LARS10 10% auf alle Produkte im Shop. Und unten in der Videobeschreibung habe ich euch den Link unten verlinkt. Aber genug der Werbung, jetzt checken wir mal ab, was diese Schnürsenkel eigentlich so drauf haben. Also die fühlen sich schon mal, also es fühlt sich so an bei den Schnürsenkeln, als hätten hier so eine Plastikbeschichtung oder so eine extra Beschichtung irgendwie zusätzlich. Also fühlt sich sehr glatt an. Bei den Schnürsenkeln fällt halt auf, die sind sehr dünn. Bei anderen Schnürsenkeln, die sind meistens etwas dicker, sind bei 120 cm, aber fühlen sich auch sehr glatt an. Und vielleicht ist das schon der Game Changer, weil die so glatt sind. Und fühlen sich auf jeden Fall stabil an. Bin sehr gespannt. Als Test habe ich, wie gesagt, verschiedene Schnürsenkel. Herkömmliche Schnürsenkel. Hier nochmal, ich glaube, Osiris oder so war das. Ich weiß gar nicht mehr, woher die Schnürsenkel sind. Auf jeden Fall Skate-Schnürsenkel. Dann halt hier nochmal standardmäßig aus, die ich normalerweise eigentlich tatsächlich nehme. Weil die sehr günstig sind. Ich glaube, die sind von Aldi oder irgendwas. Auch sehr dünn. Dünne Schnürsenkel halt als Normalstoff, ganz Standard. Fühlt sich auch schon mal ganz anders an. Die sind zwar von der Dicke fast gleich, alle beide, aber der fühlt sich schon viel glatter an und ganz anderer Stoff. Dazu habe ich hier Grip Tape. Wir können natürlich auch mein Grip Tape nehmen von meinem Deck. Das ist aber schon ziemlich alt und schon ist halt kein neues Grip Tape. Deswegen dachte ich, machen wir ein neues Grip Tape. Dann haben wir direkt den krassen Vergleich. Und möchte dann halt am Stein hier gleich mal ein bisschen rubbeln und gucken, welche Schnürsenkel als erstes aufgeben werden. Bin sehr gespannt. Ich fange mal mit den günstigsten Schnürsenkel an. Und dann starten wir hier mal mit den Rubbel-Tests. Mal gucken, ob das hier so geht. Also hier geht schon auf jeden Fall was kaputt. Der würde jetzt schon, man sieht jetzt schon, verfranst. Also wenn ich jetzt hier weitermache, der hält nicht mehr lang, der ist gleich kaputt. Ist jetzt schon. Ja, das war's. Wie lange hat das gehalten? Auf jeden Fall nicht lange. Das sind die günstigsten Schnürsenkel, die haben auf jeden Fall nicht lange gehalten. Jetzt fangen wir mal mit den Schnürsenkeln an und machen mal hier an der Seite.
sind, verflochten sind, der Stoff. Aber das war's. Das war's mit denen auch. Die sind auch, aber die haben etwas länger gehalten als jetzt die günstigsten. Aber die waren auch ein bisschen teurer. So, jetzt bin ich mal gespannt bei denen, wie lange die halten werden. Bin ich mega gespannt jetzt, ob die lange halten. Wir gehen jetzt auch schon auf. Bis jetzt nur der Stoff, der hier rauskommt. Boah, langsam tun mir die Hände weh. Beim ganzen Rubbeln hier. Eieiei. Die hälten viel, viel besser. Also es ist jetzt schon beim ganzen, die sind schon aufgerubbelt. Also die Beschichtung ist hier auf jeden Fall schon komplett weg. Ist komplett aufgerubbelt, diese Plastikbeschichtung. Aber die halten. Die halten einfach. Aber ich möchte den auch gerne noch mal an meinem Schuh dran haben. Und dann mal testen. Und das machen wir auch. Ich werde den an meinem Schuh dran machen und dann auch noch mal einen Test darüber machen. So einen Langzeittest. Das machen wir aber nicht in diesem Video. Das machen wir dann in einem extra Video. Ist natürlich jetzt doof, dass das hier schon aufgeraut ist, aber das merken wir uns beim nächsten Video. Aber so an sich hält der auf jeden Fall schon mal. Okay, der hat auch relativ lang gehalten, sagen wir so. Normaler Standard Skate-Schuhe. Dann das allergünstigste von Aldi. War direkt durch, hat keine 2 Sekunden gehalten, hat natürlich keine Beschichtung, ist nicht dick und so. Ja, der war okay, kann man machen, aber der ist bis jetzt top. Bis jetzt top, aber wie gesagt, wir warten den Langzeittest ab und checken das mal ab. Aber vorher könnt ihr auf jeden Fall ein paar Schnürsenkel hier noch machen. Plus, zusätzlich habt ihr Kugellager und die Schnürsenkel original haue ich euch in ein Paket rein. Wie ihr das Ganze gewinnen könnt, ist super easy. Schreibt einfach in die Kommentare Hashtag easy und dann werte ich das Ganze aus. Wenn es dann mehr als einen Teilnehmer gibt, der das Paket haben möchte, dann wird das Ganze natürlich per Zufallsgenerator ausgelöst. Das Datum und alles habe ich euch in der Videobeschreibung reingeschrieben, wie lange ihr Zeit habt, bis das Ganze verlost. Und auch nochmal den Hashtag easy habe ich euch dann auch nochmal und in die Videobeschreibung reingepackt und in die Kommentare, falls ihr wissen wollt, ob ihr das Ganze dann nochmal richtig schreibt oder nicht, damit hier kein Durcheinander kommt und irgendjemand was Falsches schreibt. Aber das kriegen wir alles hin. Und checkt auf jeden Fall mal diesen Shop hier ab. Ich habe schon mal einen Test gemacht über die Kugellager. Ich war super zufrieden mit den Kugellager gewesen. Den Test packe ich euch auch in die Videobeschreibung rein. Oben in die Infobox, falls ich es nicht vergessen habe, auch noch mal rein. Checkt das Video gerne von den Kugellager ab. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die sind nicht teuer und haben auch eine gute Performance. Sind sehr gut für den Preis. Ja, Schnürsenkel, wie gesagt, Langzeittest kommt. Aber bis jetzt, mein erster Eindruck von denen ist genial. Geil. Schöne Schnürsenkel, nicht wirklich teuer. Kann man sich auf jeden Fall mal leisten. Besser als wenn man jetzt irgendwelche günstigen Schnürsenkel hat, die andauernd kaputt gehen. Oder teure Skate-Schnürsenkel sich kauft, die aber auch irgendwann auf jeden Fall kaputt gehen. Also bis jetzt kann ich die Schnürsenkel auf jeden Fall empfehlen.
Deswegen checkt den Shop ab. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem weiteren Review oder einem Video hier auf dem Kanal oder bei Teil 2 von dem Langzeittest der Schnürsenkel. Ich werde mir die gleich direkt mal an die Schuhe direkt dran knoten und dann testen wir das Ganze mal im Langzeittest ab. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Ein fettes High Five für mich. High Five! What's?